have a word. Certainly, Carla. Tell me something. What are you looking forward to? I'm looking forward to seeing Jane go out and kick some butt. Right, well, let's go see him kick butt in Warm Up Arena. Die künstlerische Note, der technische Note, werden alle Pflichtlektionen abgefragt, die in der Person der schweren Presse gezeigt werden müssen. Es sind die Schulterhallen im Trab, es sind die Traversalen im Trab, es sind die Traversalen im Galopp, es sind im Galopp natürlich die Tempiwechsel, das bedeutet dann vier Sprünge und drei Sprünge gilt es zu reiten und die Versammlung im Galopp bis hin zur Pirouette, bis zur halben Pirouette, die auch in der Note zweimal gewertet wird. Dann die B-Note, die künstlerische Gestaltung der Kühe, Rhythmus, Energie und Elastizität des Pferdes, das gezeigt wird, die Harmonie zwischen Reiter und Pferd, ein sehr wichtiger Punkt bei einer Kühe, sowie die Choreografie. Das ist eine Marke des Henker Trockens. Ich kann es mir sonst nicht vorstellen. Okay. Das ist die Pferde. Also, ich bin jetzt gerade ein Star, ne? Bin ich absolut. Das ist meine Tochter. Die hat gerade ihren Zauberstab. Pass auf. Das könnte passieren, dass du auch ganz zaubern bist. Okay. Das könnte passieren. Okay. Tschüssi. Eine Chance zu sehen, was im Rest der Welt passiert und neue Freunde kennenzulernen, sagen Sie. Und eine große Chance, hier heute Abend zu reiten beim B-Finale. Italiente, den 13-jährigen Dänen des Airline aus Kanada, Jessica Rheinländer. Das vorläufige Ergebnis für Emily Cousins aus Großbritannien, 65,2%. Preliminary score for Emily Cousins from Great Britain, 65,2%. Präsentiert von Schenker Deutschland AG, vertreten. Das nächste Paar kommt aus Australien. Der 9-jährige Hannoveraner des Weltmeisters, Vitello. Und sein Reiter hören wir jetzt. Go, Jaden! Du hattest den weitesten Weg aus Australien nach Frankfurt. War es der erste Flug für dein Pferd, für über so eine Distanz? Yeah, the flight was about 40 hours from Sydney to Amsterdam. And before the flight from Sydney, we drove from Brisbane, where I live, which is about 900 kilometers. So we had 1.5 days of driving, 2 days spare, and then the flight to Amsterdam. So it was a big challenge for my horse, and it was the first time on a plane, so I was a little bit nervous about how he would cope. But he was really good. He acted like he'd done it 100 times before, so it was a big relief when he arrived safely, and then we got ready for the next challenge of coping with the German winter. Eine sehr weite Reise aus Australien bis hierher. Mit der Hoffnung, dass alles gut geht, und alles ist gut gegangen. Deswegen ist er heute Abend bei uns aus Australien mit Vitello. Ihr Applaus für Jaden Brown. Meine Damen und Herren, das vorläufige Ergebnis für Jessica Rheinländer und Alinda aus Kanada. Die A-Note bei E 6,1, bei H 6,0, bei C 6,3, bei M 5,9 und bei B.